Habt euch wohl, liebe Freunde, einen wunderschönen Samstag. Hier ist wieder der Marito mit Osito aus der brennenden Steppe. Schön, euch zu sehen. So, nachdem wir in der letzten Folge ein paar Mal gestorben sind, habe ich kurz mal unser Inventar wieder leer geräumt. Ups, ich muss meinen Helm wieder aufsetzen. Ich habe einen Screenshot gemacht. Unser Inventar leer geräumt und repariert. Und jetzt geht's weiter hier. Na so, was sieht man doch gern. Ihr seid in Ordnung, Mensch. Wir haben diese Golems selbst gebaut, wisst ihr? Ein wenig mechanisches Handwerk, ein wenig elementares Handwerk. Das Resultat ist gar nicht mal so schlecht, wenn ihr mich fragt. Das ist genau das, was wir brauchten. Ich lasse die Jungs gleich mit der Arbeit am nächsten Schwung Golems anfangen. Und wir haben Level 33. Golem-Ausbildung. Ihr erweist euch als ziemlich hilfreich, Mensch. Ich habe mir gedacht, ihr könntet bei einer letzten Sache helfen. Unsere Wächter sind stark, aber nicht so stark wie ihr. Ich habe mir gedacht, ihr könntet, wenn ihr nichts dagegen habt, ein paar unserer Golems bei ihrem Training helfen. Sprecht einfach einen an und kämpft ein paar Mal mit ihm. Hoffentlich lernen sie was von euren Kampfkünsten und werden besser. Will ich das? Fort mit euch. Wir wollen. So. Wo ist so ein Golem? Da oben steht einer. Achso, und was haben wir hier bekommen? Heldenhafter Sprung. Heldenhafter Sprung. Der ist so geil. So. Den braucht man. Ich weiß schon gar nicht mehr, wohin mit den ganzen Sachen. So. Ich bin hier, um euch bei eurer Kampfausbildung zu helfen, Golem. Wow. Und da haut er gleich drauf. So. Schön, dass ihr wieder da seid. Bei euch ist jetzt Samstag. Bei mir ist immer noch Dienstag. Und wie lang soll das jetzt gehen? Ey, nicht schubsen. Nicht schubsen, Golem. Nicht heilen, Golem. So. Jetzt mal ehrlich, wer von euch mag gerne Granatapfelkerne? Meine bessere Hälfte hat mir gerade einen Teller hergestellt und es schaut irgendwie aus wie irgendwelche Tiereier, würde ich sagen. Was, das war erst einer? Kann man bei dir jetzt nochmal? Nee. Müssen wir uns noch... Ah, da oben ist wieder einer. So. Ich bin hier, um euch bei eurer Kampfausbildung zu helfen, Golem. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht auch wieder so lange wie beim letzten. So. Jetzt fängt er sicher gleich wieder zu schubsen an. Ja, sage ich ja. Und du, ich will keinen Fallschaden haben. Ich will nicht nochmal sterben. Wir sind schon genug gestorben, wollte ich gerade sagen. Jetzt werden wir sicher gleich wieder geschubst. So. Ich bin ja schon gespannt, für welche Klasse ihr euch entschieden habt. Ich kenne ja die Kommentare leider noch nicht. So, das war Nummer 2. Jetzt werden wir, glaube ich, erstmal ein bisschen heilen und uns ansehen, was hier ein neues PvP-Talent steht zur Verfügung. Und ihr wisst ja, ich spiele kein PvP, also nehme ich hier einfach irgendwas, ja?
damit das nicht mehr aufleuchtet. Und was haben wir hier? Sammlungssets, was? Oh. Übrigens, mein Lieblingsset ist das, die Schlachtrüstung des Zorns, eigentlich aus Classic. Ich finde einfach, die Rüstung schaut so elends geil aus. Schaut auch geil aus. Ghouls Unterschlupf, das war doch, glaube ich, in Burning Crusade, oder? Der Ghoul, so. Komm, weiter geht's. Wir wollen ja eigentlich weiter was schaffen, wir wollen ja Level 50 werden. Und das so schnell, wie es uns möglich ist. Es wäre uns natürlich schneller möglich, aber wie ich euch bereits schon anfangs des Let's Plays gesagt habe, ich werde nicht die Erbstücke einsetzen, sondern will mit euch quasi dieses Erlebnis gemeinsam auskosten. Hier den Krieger hochzuspielen. So. Nicht einfach nur durchlaufen. Das können wir von mir aus, wenn ihr wollt, gerne mal mit einer anderen Klasse machen. Dass wir sagen, wir legen uns irgendwie so einen Charakter an, rüsten mit den Erbstücken aus und machen dann mit dem Dungeon Browser quasi einen Dungeon nach dem anderen. Aber ich finde das halt persönlich jetzt nicht so interessant. So. Und jetzt wäre es dann gut, ja. Wenn wir mal, gibt es hier einen Gastwirt, du bist der Schneider, das tapfere Schneiderlein. Das ist der Schmied. Gibt es hier keinen Gastwirt? Da oben steht auch niemand. Ja. Haben wir was zum Futter? Ah, da haben wir, schau her. Haben wir einen Brie. So. Trainieren wir den einen Golem da jetzt noch eben. Und dann machen wir diese Quest mit der Verkleidung von John Jay. So. Wow. Und ich hoffe, euch geht's gut und ihr seid alle wohlauf, meine Freunde. So. Heldenhaft springen wir mal dahin, um mit dem Golem zu sprechen. Ja. Jetzt wissen wir schon, wie es geht, wie der Golem läuft. Jetzt werden wir gleich wieder geschubst wahrscheinlich. Oder auch nicht. So. Was? Energie geht schon wieder in den Keller. Also die hauen schon ganz schön rein. Was? So geht's noch mal weiter. Okay, jetzt könnte es langsam eng werden. Schild. Da ist die. Machen wir uns mal groß. So, warte mal. Wir können den Golem ja auch ein bisschen in Schlaf versetzen. So, Golem. Das wäre das gewesen. So, wir brauchen jetzt hier diese Schwarzfelsverkleidung. Echt jetzt? Aus Kobitstacheln, Schlamm und hätte mir jetzt mehr erwartet. Wir müssen jetzt hier mit Rüstmeister Kaoshin sprechen. Mokra, wo bleibt ihr denn, Grunzer? Ihr seid spät dran. Gebt mir auch nur einen Grund, warum ich euch nicht auf der Stelle einen Kopf kürzer machen sollte. Weil ich eh nur durchschnittlich groß bin, Rüstmeister. Pah! Ihr habt Glück, dass mir heute die Arbeitskräfte fehlen, sonst hätte ich euch für diese Woche zu meinem Prügelknaben gemacht. Die Stiefel der Offiziere und hochrangigen Soldaten müssen gewienert werden. Sie stehen draußen vor ihren Hütten. Ich möchte mich darin spiegeln können, Grunzer. An die Arbeit! Yahoo! Was? Personaleinsparungen.
Rauschen, Osito, Osito, könnt ihr mich hören? Hier spricht Trottmann. Hört zu, wir haben gerade erst neue Informationen für euch, eure nächsten Mission erhalten. Wir möchten, dass ihr 3 Personen unschädlich macht. Das erste Ziel ist Voodooist Timan, den ihr oben auf der Aschensäule findet. Warg-Meisterin Otana hält sich in den Warg-Zwingern in der Mitte des Lagers auf. Das letzte Ziel Gorlob befindet sich in der Nähe der Lavateiche im Süden. Ihr findet die Skorpidstachel, die ihr gesammelt habt, in euren Habseligkeiten. Wendet die Stachel zur richtigen Zeit auf die Zielpersonen an. Okay, stecht ein Mitglied der Streitkräfte der Schwarzflügel in den Rücken. Also einer ist hier drin, oder wie? Schauen wir mal darauf, ob wir denn hier eines unserer Ziele finden. Wir sind ja perfekt getarnt. Ui, wird ja auch schon schwindelig. Voodoo ist Timan. What? Wie kann uns der verwandeln, wenn er denn schon tot ist? So, wir haben eh noch die Maske auf. So geht man übrigens Treppen runter. Ja, ja, so, so, irgendwie so. Ups. Bisschen abkürzen. Ups, ups. Und wir sind unten. Gibt es hier Stiefel, die was wir putzen müssen? Müssen wir jetzt wirklich die Stiefel da putzen, oder? Ich vermute schon, ne? So. Dann suchen wir mal nach Stiefeln. Da stehen Stiefel. Was? Stiefelspinne. Ach, du Kacke. So. Da drinnen müsste auch jemand sein, den wir in den Rücken pieksen müssen, nämlich ihr hier. Kraft und Ehre. La 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 la. Zack. Und weg. Stiefel polieren. Wir polieren hier nur die Stiefel. La 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 la. So. In Gorlob, ist das nicht unser nächstes Ziel? La 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 la. Ups. Ta ta ta. Ihr habt nicht nur alle Anschläge vollbracht, sondern sie auch alle wie Unfälle aussehen lassen. Ihr wart wirklich der richtige Mensch für diese Geheimmission. Gut gemacht, Soldat. Natürlich. Wenn nicht ich, wer sonst? Oh, steht da eine Kiste? Was? Stoffhose können wir jetzt nicht wirklich gebrauchen. Aber wir können sie verkaufen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. So, dann haben wir wieder Stiefel, hoffentlich ohne Spinnen. Nee. Spinni, spinni, spinni. Itzi, bitzi, Spider. Oh Gott, warum fällt mir das? Ich habe heute zu viele Kinderlieder gehört. Eindeutig. So. Wie viele Stiefel? Ein Stiefel brauchen wir noch. Ein paar Stiefel natürlich. Die haben wir hier, wo wir vorhin in der letzten oder vorletzten Folge so genial gestorben sind, einmal. Somit haben wir die erste Quest als Ork abgeschlossen.
So. Und es geht weiter, immer weiter, weiter, weiter. Ah, da war er. Wird ja jetzt so toll angezeigt mit der Entfernung. Das gab es ja früher nicht. So. Schlecht. Gute Arbeit, Grunza. Nun gut, ich habe richtige, ehrliche und sogar wichtige Arbeit für euch. Wir müssen die Kodos rufen, die in den Gebieten südlich von hier grasen. General Torgizok sagt, dass wir bald ins Rokam-Gebirge aufbrechen und ich kann nicht zulassen, dass wir ohne die Kodos aufbrechen. Benutzt dieses Horn in der Nähe eines Kodos. Sobald es den Ruf hört, wird es sich auf in Richtung Lager machen. Ihr müsst aber aufpassen. Manchmal sind die Kodos ein bisschen angriffslustig und es kann sein, dass ihr ein bisschen mit ihnen spielen müsst, bevor sie auf euch hören. Für die Horde. Okay, dann gehen wir mal Kodos klopfen, würde ich sagen. In den Kodo streichelt so. So. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, also richtig an diese ganze Questreihe. Ich habe zwar hier schon mal gequestet vor geraumer Zeit im Retail. Also richtig erinnere ich mich nicht mehr daran. So, das ist jetzt wieder eine Quest, wo wir ein bisschen auf unser Leben achten müssen, weil wir nicht regenerieren können durch unseren Siegesrausch. Okay. Sollten wir vielleicht die hellen Kodos? Nee, komm. Ein Viper. Ich kann das Licht angreifen. Ich finde, das Horn klingt irgendwie voll cool. Dieser Kodo möchte wieder gestreichelt werden. Soll mir recht sein. Den Tun nicht den Osito betäuben, bitte. So. Und zwischen den Aufnahmen habe ich auch mal, wollte ich unsere Erze verhüten. Ich habe gesehen, wir haben, können bis jetzt nur Kupfer verhüten. Das heißt, wir brauchen auch mal einen Lehrer für Bergbau, der uns das Verhüten anderer Erze lernt. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob wir überhaupt schon das Verhüten von Mithril und Thorium lernen können. Das müsste man hier eigentlich sehen, oder? Ja, das ist jetzt nicht so super. Mithril. Bergbau 150. Das Horn des Kodorufers. Ihr habt eure Aufgabe abgeschlossen. Ihr schaut euch das Horn an, das euch gegeben wurde, und entscheidet euch, es noch eine Weile bei euch zu behalten. Wir behalten das Horn. Osito Trottmann hier. Ich will, dass ihr dieses Horn behaltet. Ich bin sicher, dass wir improvisieren können, um es in unseren Plan einzubinden. Ich bin etwas besorgt über das, was Koashin zum Angriff auf das Rokam-Gebirge gesagt hat. Wir wussten, dass ein neuer Angriff aussteht, aber wir haben uns um mehrere Tage verrechnet. Kehrt mit dem Horn zu mir zurück. Wir werden hier im Meißelgriff weitersprechen. Versucht, eure Verkleidung nicht zu verlieren. Ihr seid mit eurer verdeckten Arbeit noch nicht fertig. Okidoki. Auf nach Meißelgriff. So. Irgendwie gehen die Folgen oder die Zeit zu spielen immer so extrem schnell und ich komme irgendwie vor, als würde ich hier überhaupt nichts weiterkriegen. So. Wo ist er denn? Da ist er. Seid gegrüßt. Willkommen zurück, Soldat. Ich hatte nicht damit gerechnet, einen Gegenstand wie diesen erhalten zu können. Unsere Pläne werden dementsprechend geändert werden und wir bekommen den Helm der glücklichen Fügung. Wow. Das Licht segne euch.
Rüsten wir gleich aus. So. Wie geht's? Ihr seid ein Lebensretter, Ositu. Mit Golems wie diesen werden wir von den Dunkeleisenzwergen den Schwarzfels-Orks. Den Schwarzfels-Orks sogar von den Drachen nichts zu befürchten haben müssen. Wenn ihr jemals etwas von der Thorium-Bruderschaft benötigen solltet, zögert nicht, uns zu fragen. Das gilt auch für eure Freunde. Also, liebe Zuseher, es gilt auch für euch. So, wie stehen wir denn bei der Thorium-Bruderschaft auf respektvoll? Die nächste Stufe müsste dann ehrfürchtig sein, glaube ich. Da fehlt uns nicht mehr viel. 4000 Punkte. Und wir haben hier ein neues Schild bekommen, das wir natürlich uns gleich ausrüsten werden. So, John Jay möchte mit uns sprechen. Sei mit euch. General Torgizok. Koashin hat sich als hilfreicher herausgestellt, als wir vermutet hatten. Aber jetzt brauchen wir ihn nicht mehr. Es ist an der Zeit, mit dem General zu sprechen. Ich glaube, ihr seid bereit. General Torgizok ist einer der großen drei, die die Bodentruppen in der brennenden Steppe anführen. Er befindet sich in der Schwarzfelsfestung im Nordwesten. Zieht eure Verkleidung an und sprecht mit ihm. Versucht, sein Vertrauen zu gewinnen. Trottmann wird sich bei euch melden, sobald sollte ich noch etwas von euch brauchen. Jawohl, mi General. Mon General. So, die Verkleidung haben wir noch an, ja. Ups. Warum fliegen wir eigentlich nicht? Wir können ja fliegen, dann sollten wir es auch tun. Okay, hier sind viele Truppen an Orks. Und was haben wir hier? Schönes. Echtsilber. Ey, Mann, ist das echt Silber? Okay, der war schlecht, ich weiß. Sorry. So. Schwarzfelsfestung. Also die Orks müssen ziemlich dumm sein, wenn sie uns so nicht erkennen. Noch dazu Magmalord Kolob, okay. Kraft und Ehre. Loktaroga, noch mehr Außenstehende, was wollt ihr? Ich muss aus dieser Situation das Beste machen. Diese Goblin-Söldner haben mir diesen riesigen Feuerelementar als Dankeschön geschickt, weil ich sie angehört habe. Was soll ich denn hier in der Steppe mit einem Elementar anfangen? Das ist ja fast wie Wasser zum Meer zu tragen. Wenn ihr nach Arbeit sucht, so könnt ihr euch nun beweisen. Sprecht mit diesem Goblin hier und fordert seinen Elementar zum Kampf heraus. Ich werde dem Sieger meinen Respekt zollen und meine Zeit geben. Mit welchem müssen wir sprechen? Ah, mit ihm hier. Mit Würtel Sprillhupper. Oh, ich hab einen Schiff für euch. Ist nicht leicht, an einen Vertrag mit den Schwarzfels-Orks zu kommen. Ich meine, kommt schon, Schwarzfels-Orks. Diese Typen haben schon mehr Schlachten mitgemacht als Akramar und sie sitzen auf einem Berg aus Schwarzeisen. Katsching! Ich würde eure Magmalord gerne zu einem Kampf herausfordern. Und jetzt? Der ist ja überhaupt kein Problem für uns, dieser Magmalord. Den. Weil der hat ja keine Chance gegen uns. Der kitzelt uns ja nicht mal wirklich. Der streichelt uns. Kann man den abbauen? Warte mal. Benetik Bergbau. Ja, wir haben doch Bergbau. Hallo? Ich will den abbauen. Ich muss näher ran. Ach, schade. Ja, egal. Blut und Donner. Ich hatte fast damit gerechnet, dass ihr als Sieger hervortreten würdet.
Mir gefällt eure Art zweifellos. Wir bekommen einen neuen Ring. Und Level Up, Level 34. Es geht voran, Freunde. Ich bin das Gesetz und dessen starker Arm. Ich war auf der Suche nach einem starken Soldaten wie euch. Ich brauche jemanden, der dafür sorgt, dass meine Truppen sich benehmen. Außerhalb der Festung bereiten sich die Orks, Oger und Trolle auf einen Angriff auf das Rohkamgebirge vor. Meine Unteroffiziere halten sie zwar auf Trab, aber sie brauchen Hilfe. Nehmt diesen Knüppel und diszipliniert ein paar meiner Soldaten. Es ist mir egal, ob sie in Reihe und Glied stehen oder sich fehlverhalten. Ich will nur, dass sie eine Drachprügel bekommen. Ich will, dass sie sich konzentrieren, auf die Schlacht vorbereiten und abgehärtet sind und gefolgsam. Geht nun! Jawohl, mi General! So, den Ring schauen wir uns kurz an. Der ist besser, ja. Und wir haben hier einen Funkspruch von Trottmann. Osito Trottmann hier. Wie es scheint, habt ihr Trockzuckers Vertrauen gewonnen. Denn er hat euch für die Disziplinierung angeteilt. Das ist ein Glück. Wir müssen diese Feldwebel loswerden. Ihr findet sie außerhalb der Schwarzwaldsfestung in den Feldern der Ehre auf Wölfen reiten. Benutzt den Knüppel so oft wie nötig, bis sie sterben. Ihr müsst schnell handeln, denn wenn sie merken, dass ihr keiner von ihnen seid, dann werden sie versuchen, eure Maskierung aufzuheben. Seid schnell und zügellos, Osito. Trottmann aus. Achso. Oh, scheiße. Macht mich mal. Achso, er hat das eh angenommen, obwohl ich Escape gedruckt habe. Super. Feldwebel. Zack. So. Grüße. Oh, also von dem Feldwebel ein bisschen fernhalten, also. Das ist zu weit entfernt. Okay, da können wir eh einfach auf einen draufhauen. Du! So. Okay. Jawohl. Ups, sollte ich nicht. So, wir brauchen noch einen Feldwebel und dann nehmen wir gleich den, der was da vorne steht. Was haben wir denn hier bekommen? Schon wieder Drohruf. Das lesen wir uns gleich durch, ne? Ohne die Feldwebel wird Torgizok Mühe damit haben, alle Schlachtvorbereitungen treffen zu können. Die Steine kommen langsam ins Rollen, Osito. Wir haben keine weitere strategische Verwendung für Torgizok oder die Bodentruppen des Schwarzwelts. Wir müssen nun die nächste Phase des Plans einläuten. Wenn ihr bei der Festung fertig seid, kehrt zurück zu uns in Meiselgriff. Das heißt, wir geben hier jetzt quasi die Quest ab bei ihm. Trollhall! Lokta Uga! Ich habe das Gefühl, dass wir von euch noch viel hören werden, Soldat. Ich freue mich darauf, an eurer Seite im Rotkammgebirge zu kämpfen. Wegtreten! Und Ehre! So, und wir haben hier Drohruf, lässt das gegnerische Ziel vor Angst erstarren und schlägt bis zu 5 weitere Gegner innerhalb von 8 Metern in die Flucht. Betroffene Ziele werden 8 Sekunden lang desorientiert. Was? Warte mal, das brauchen wir irgendwo da bei den Troh-Berserkerwut. Irgendwie muss ich da jetzt dann langsam mal ein bisschen ausmisten, was wir brauchen und was eigentlich nicht. Ja. Die Rufe könnten wir uns ja sonst hierüber tun, die Tränke und so, dann später darauf. Ich glaube, das werden wir sogar machen. Ist der Demo-Ruf, Demoralisierungsruf, dann haben wir hier eben einen Drohruf und da haben wir eh nichts mehr, wo wir schreien. Die Berserkerwut hätte ich gerne da hinten, den hätte ich weiter vorne gern. Die Schockwelle. Warte mal, kommt mir, ich
baue mir das jetzt kurz ein bisschen um. Und was war das? Zähne zusammenbeißen ist auch so ein Buff-Zeug, das kommt auch da hinten hin. Ah, hier. So. Gott. Hier haben wir ein Mithril. Wir müssen ja auf Bergbau 150 kommen, um Mithril-Erz überhaupt verhütten zu können. Wo ist es? Da ist es. Okay. Ich muss näher ran. Habe ich mir jetzt fast gedacht, mein Freund. Dass du zu weit entfernt bist. So. Da ist noch eins. Und das holen wir uns natürlich jetzt auch noch schnell, ne? Und wir sind schon zu weit geflogen. So. Und während ich hier jetzt zurückfliege, sage ich schon mal vielen Dank fürs Zusehen, liebe Freunde. Lasst mir bitte gerne ein Abo da. Ich möchte, dass mein Kanal wächst. Mein Ziel wären ja noch 100 Abonnenten zu haben und vor allem auch zu halten bis Ende des Jahres. Und ich denke, das ist auf jeden Fall machbar. Liked meine Video oder liked das Video, kommentiert es gerne. Ihr könnt mir auch ganz gerne in-game einen Brief schreiben, so wie, dass ich mir den Namen nicht merke, so wie es Denatria schon gemacht hat, an Osito auf dem Server Area 52. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid und unseren stahlharten, mit der Pappmaske bestückten Helden Osito weiter auf seiner Reise, auf sein Abenteuer begleitet. Ciao, Baba, euer Marito.